Ja, und ich begrüße euch wieder bei unserem Let's Play Splinter Blacklist Folge Nummer 15. Amerikas Benzin wird uns jetzt beschäftigen. Golf von Mexiko, Solo-Kampagne. Starten wir mal zu den Details. Komm schon, Mann, rede mit mir. Negative Breaks. Mit der Nummer in Guantanamo habt ihr euch wahrlich keine Freunde gemacht. Es war nötig. Und das Ergebnis war gut, oder? Du weißt, dass sich keiner für Ergebnisse interessiert. Du hast die CIA wirklich schlecht aussehen lassen. Du hast den Hauptzeugen aus dem Spiel genommen, auch wenn der nur ein Köder war. In Langley mag man sowas nicht. Was soll das heißen? Das heißt, dass du nicht mehr anrufen und bei deinem neuen Arbeitgeber bleiben solltest. Okay. Fange einen Treibstofftanker ab von dem Mann annimmt, dass er das Ziel des Anschlags, des Angriffsschlags ist. So. Sehen, was jetzt kommt. Im Briefing. Danke. Sag Bescheid, wenn Olli was braucht. Abgesehen von oberflächlichen Schäden ist das Flugzeug okay. Sehr gut. Charlie. Was? Gibt's was Neues über das gekaperte Schiff? Arbeite noch dran. Die nennen den Angriff Amerikas Benzin. Ein Tanker wäre eine teuflische Waffe. Scheiße, was ist passiert? Was guckst du mich an? Rim? Das SMI spricht nicht an. Bin ausgesperrt. Charlie? Versuch's zu umgehen. Briggs, ändert sich was? Gar nichts. Kontrollier das Licht und internen Funk. Hier Cockpit, wir verlieren an Schub. Wie lange können wir gleiten? Ein paar Minuten. Scheiße, die greifen uns das eigentlich an. Ich kann so schnell nichts machen. Ich weiß ja nicht mal, wie sie die Kontrolle übernommen haben. Ach du Scheiße. Sprich mit mir, Mann, verdammt. Cockpit, was ist los? Hier, Co-Pilot, brauchen Sanitäter. Was ist? Der Captain. Ihn hat's am Kopf erwischt, als wir abgeschmiert sind. Sieht übel aus, er wacht nicht auf. Wiederhole, Pilot ausgefallen. Flugzeug unter Kontrolle. Scheiße. Triebwerksausfall. Versuche Neustart. Ach du Scheiße. System ausgesperrt. Kannst du so fliegen? Ja. Ich meine nein. Ich kann manuell das Beste daraus machen und uns im Gleitflug halten. Aber es ist ein zweiter Pilot nötig, um alle Steuerelemente bedienen zu können. Okay. Muss ich jetzt fliegen? Ich weiß selbst, wie ich im Flugsimulator geflogen bin, und da bin ich größtenteils in mein Gebäude geflogen. Okay, das hört sich definitiv schon mal richtig geile Sache an. Wo gehst du hin? Ich hol Cobin. Höhe 2000 Fuß. Hey, lass mich raten. Wir stecken in der Scheiße und nur ich kann uns wieder rausziehen. Stimmt's? Corbin, komm mit. Der Pilot ist bewusstlos. Scheiße! Und der Co-Pilot? Der steuert manuell, aber... Schon klar, er braucht Hilfe dabei. Strom ausschalten, Notstrom deaktivieren, System neu starten. Okay, ich muss ins Cockpit. Lass mich raus, Fischer. Fischer, lass mich raus. Ich regle das mit dem Strom. Wenn du schon mal da bist, wirf Ladung ab. Bringt uns Zeit. Briggs, lauf zum Heck des Flugzeugs. Wir müssen sofort Ladung abwerfen. Auf dem Weg. Okay. Ich hinterlasse eine Nachricht auf dem Flugschreiber. Für alle Fälle. So weit wird es nicht kommen. Sam, die Tür der Ladebucht ist auf. Das Flugzeug wird nicht abstürzen. Grim. Wir sind so schwer! Heli abwerfen! Ist dein Ernst? Wir sollen den Heli abwerfen? Los, komm schon. Jungs, wir kommen gleich in Turbulenzen. Schnallt euch an! Vergiss es! Ach du Scheiße. Scheiße! Briggs, leuchte dahin. Ich schieße ihn frei. Glaubst du, du triffst von da? Schätze, das werden wir gleich wissen.
Ach du Scheiße. Die haben es wohl echt auf uns abgesehen. Weil wir ihnen so viel Ärger gemacht haben. Fast geschafft, Sam. Noch ein bisschen. Ja, Briggs, ich weiß, wo ich hin muss. Lass dich auf den Kran fallen, dann müsstest du freie Sicht haben. In Position? Ich kann schießen, warte! Die andere Seite. Ja. Ich hoffe, ich habe... Ja... Fischer, unterbrich die Stromzufuhr, damit wir das System neu hochfahren können. Beeilung! Ja, wo mache ich das? Los, öffne die Tür. Das ist echt mal eine geile Sache, Alter. So. Die Zugangsluke zur Elektrik ist dort. Geile Scheiße. So. Corbin, der Generator ist aus. Okay, schwing deinen Arsch ins Cockpit. Ich gehe in den Sturzflug und hab keine Lust, dass du in einen Lüftungsschacht donnerst. Schon dabei. Ungefähr genauso ist es da auch beim Retrace Center passiert. Mach so schnell ich kann, Graham. Du Scheiße. Noch eine Minute Zeit. Ach, das, Verdammt, was dauert das so lang? Was gibt's für ein Problem? Der will während des Fluges ein neues System installieren. Wäre längst fertig, wenn der Arsch mich nicht stören würde. Der bringt uns zum Absturz. Verdammt, was glaubst du, was gerade passiert? Lass ihn machen. Alles klar. Okay, Fischer, du musst Kerosin in die Triebwerke pumpen. Wenn das Ding hochfährt, bleiben nur Sekunden, um sie anzuwerfen. Die Steuerung für die Pumpen ist da drin. Nach dem Neustart ziehst du wie verrückt hoch. Wir haben nur einen Versuch, okay? Wow. 2, 1, jetzt! Komm schon, komm schon! Komm schon! Komm schon, du Drecksding! Sieh hoch, Mensch! Oh. Alter, war das knapp. Das ist definitiv schon mal ein wunderschöner Anfang für Amerikas Benzin, den nächsten Blacklist-Angriff. Die wird ja erstmal die Paladin gerettet vom Absturz. Wir leben alle noch. Und Corbin hat uns tatsächlich mal genützt. Wäre er nicht gewesen, hätten wir jetzt wahrscheinlich irgendwo im Himmel mit dem lieben Gott sprechen dürfen. Wie sieht's aus? Die Hauptsysteme sind wieder aktiv. Wir fliegen, aber wir fliegen blind. Grim, interne Kommunikation funktioniert, kommen immer noch nicht raus. Hey, was ist gerade passiert? Wir waren Ziel eines Stuxnet-artigen Virus. Hab ein SMI-Backup installiert und alles gescannt. Wir sind sauber. Wie konnten die Engineers hier ein Virus einschleusen? Wir prüfen das und schicken dir die Ergebnisse. Oh, Scheiße. Was jetzt? Es kam eine Botschaft rein, bevor die Systeme ausgefallen sind. Die Direktive zum Schutz der Regierung ist in Kraft. Das bedeutet? Das bedeutet, dass sämtliche hohen Tiere und Militärs in Bunker gebracht worden sind, damit sie die Scheiße überleben.
Das gab's zuletzt am 11. September. Oh mein Gott. Denkt ihr, das ist der letzte Blacklist-Angriff? Wir wissen es noch nicht, Charlie. Kümmer dich um die Kommunikationsanlagen. Was, das war Amerikas Benzin? Das war aber echt schlecht. Ach da. Na komm, mach mal weiter. Flüssiggasterminal. Sabina Pass, USA. Es ist eine Art modifiziertes Stuxnet-Virus. Modifiziert, modifiziert. Es lässt sich an neue Hardware-Umgebungen anpassen und sendet Details zu den Systemanforderungen nach Hause. Und von dort wird es on the fly an das neue System angepasst. Oh, das ist klasse. Ich meine scheiße, aber cool. Waren das eure Leute? Scheiße, ich dachte eher an deine Freunde. Ja, aber das ist gut und sehr gefährlich. Kann jedes infizierte System lahmlegen. Ha, habe ich auch schon gemerkt. Versuch's mal. Auf der anderen Seite vom Atlantik. Dämme das Feuer beim Flüssiggasterminal ein und halte sämtliche Engineers vor dem Ort auf. Du wechselst so lange die Frequenzen, bis du jemanden erreichst, okay? Briggs, Neuigkeiten über das Schiff? Die Verbindungen nach draußen sind fast alle unterbrochen. Wir können niemanden erreichen, aber wir arbeiten dran. Charlie. Das Virus, ich habe die Quelle gefunden. Es wurde aktiv, als wir Sams Tablet aus Mirava untersucht haben. Niemals, das System. Ich habe doch nur ein paar Sicherheitsprotokolle modifiziert. Ich wollte alles etwas schneller machen. Deinetwegen kam's ins System? So haben die uns in Mexiko entdeckt. Nein, das war anders. Nachdem wir gelandet waren, da habe ich ein ehemaliges Mitglied des Kartells kontaktiert. Die Engineers haben Kopfgelder auf uns ausgesetzt. Bestimmt hat er mich verraten. Charlie, wieso? Läuft! Amerikas Benzin war erfolgreich. Deshalb ist die Direktive zum Schutz der Regierung in Kraft. Scheiße. Das war ihr Ziel. Sorry, Sam, es kommen sehr viele Daten rein. Da ist es. Sieht nach Louisiana aus. Sabine Pass. Ein Gastanker. Oh mein Gott. Sabine Pass. Da steht die fetteste Raffinerie der Golfküste. Die Engineers haben die Anlage zuerst mit einem Virus und dann mit dem Tanker attackiert. Die Notsysteme waren ausgeschaltet. Ein Komplettausfall. Das Virus arbeitet genau wie das, das unser Flugzeug erwischt hat. Oh, scheiße. Jede Raffinerie an der Küste ist damit infiziert. Wenn das Feuer überspringt. Fackeln sie allesamt ab. Oh, scheiße. Jetzt heißt es wirklich. Wir kämpfen Feuer mit Feuer. In einer brennenden Raffinerie geht man nicht subtil vor. Das SMI empfiehlt daher Aufklärung mit dem Trikopter und Splittergranaten für maximalen Schaden. Okay. Sollen wir Splittergranaten mitnehmen? Die können wir uns aber noch nicht freischalten, Dings hier. Wir haben auch überhaupt kein Geld. Müssen wir jetzt erstmal so arbeiten. Wir nähern uns Absprungzone, Sam. Bereit? Pilot leitet Sinkflug ein. Reduzieren Geschwindigkeit. Und 3, 2, 1, los, 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 los! Ach du Scheiße. Verstanden. Dann mal los. Scheiße, das sah da aus wie bei einem Vulkanausbruch. Scheiße. Aber endlich kommt mal ein bisschen Schwung ins Spiel. Die Engineers machen endlich mal ernst. Leider hat der Blacklist-Angriff funktioniert und wir müssen jetzt schauen, dass die anderen Raffinerien nicht auch alle vor die Hunde gehen. Ich denke mal, das sollten wir schaffen. Bin gelandet. Bewege mich jetzt zum Hubschrauber. Sam, die Seals scheinen unter starkem Beschuss zu stehen. Engineers? Bestätigt. Sind festgenagelt. Wer weiß, wie lange sie noch standhalten. So, das ist eine Wand. Ja, komm. Gehen wir hier rüber. Alter Schwede. So, Jungs, ich komme euch helfen. Die Parole!
Sie werden nicht feuern, also hören Sie auf mich zu zielen. Ich will Ihnen helfen. Wer sagt, dass wir Hilfe brauchen? Was machen Sie hier? Undercover-Einsatz. Sollen Sie die Anlage hier sichern? Die hatten uns beauftragt, den Tanker zu schützen, aber zu spät. Danach sind wir hierher gekommen und haben die Angreifer verfolgt. Wir hatten beinahe den Anführer. Dann ging alles den Bach runter. Grimm, hochrangiges Mitglied der Engineers vor Ort. Zeig mir den Weg. Auf Anführer der Engineers finden. Hallo. Nee, wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier einfach hoch. Im Terminalbereich. Schlage vor, du gehst dorthin. Ah, die sehen mich gar nicht. Hier bleibt nicht viel Zeit. Du musst dich durchschlagen. Aua, 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 aua. Scheiße. War blöd. Das war wirklich blöd. Sehen, wo ich hinkomme, wenn ich hier unten mal durchlaufe. Denke ich außen durch die Anlage rein? Rück weiter in Richtung Anlage vorstellen. Ach du Scheiße, ja. Versuche ich ja gerade, aber irgendwie haut das nicht so hin. Jetzt kommt mir auch die Sonne ins Gesicht. Hallo, rennst du mal weiter, Sam? Danke. Sam. Au! Sorger werden angegriffen. Auf dem Weg. Grimm, ich brauch den Chefingenieur. So schnell ich kann. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Gibt's hier irgendwo wieder einen Weg, oder? Scheiße. Ah, was sieht der Penner mich denn da hinten? Mich erstmal irgendwie aus der Scheiße holen hier. Habe ich irgendwie eine MP7 wieder? Jawohl, haben wir. Okay, da kann ich hoch. Gut, dann... Ich dachte, mal außen rum. So, und hoch da mit dir. Alles sauber. Wollen wir noch mal gucken. Okay. Ich sehe eine Menge Gegner vor dir. Die sehe ich auch. Sam, du befindest dich in einem Irrgarten. Nutze ihn für deinen Vorteil. Warning than they'll get from a missile up the tail.
Wo steckst du? Es klappt doch. Da ist wieder einer. Aha, wo konnte er mich denn sehen? Hallo. Was denn, was? Nein, jetzt komme ich hier gar nicht. Nein! Hopp hier! Nein! Ach man, wie bin ich denn da nicht weitergekraucht? Das ist doch doof von mir gewesen. Das ist nicht so toll gewesen, aber wir haben ja nochmal eine neue Chance. Ich sehe eine Menge Gegner vor dir. Ja, die Gegner, die haben wir davor auch schon gesehen. Wir versuchen uns jetzt nochmal irgendwie auf die ordentliche Art und Weise. LOL! Mann, Alter, da gab's einen Laptop, den hab ich gar nicht gesehen. Hier, neu laden. Dass da ein Laptop war, hab ich gar nicht gesehen. Frag mich, wo lag der Laptop? Lag der da auf dem Tisch? Ach, da sieht man ja auf dem Bild, ja, hast du recht. Mach ich doch immer. Was soll denn der Mist? Ich will hier einfach nur hoch. Mann, hallo. Na, ich sag, der Typ mich schon fast wieder gesehen. Ma, was ist denn das für eine Rotze? Ja, hier, komm. Ja, töte mich mit dem Drecksauto. Mir da all die Klöten, ey. Was soll denn das, ey? Es regt mich gerade richtig auf, dass das so nicht klappt, wie ich das mir gerade vorstelle. Entweder bin ich einfach nur dämlich, jetzt einfach mal die richtige Sache zu machen, oder es hat einfach heute nicht sein sollen sein, weil das
Relativ viel platziert. Nutze ihn zu deinem Vorteil. Mach ich doch immer. Ja, jetzt renne ich einfach gleich durch, ey. Ja, I got nothing, er ist richtig. Hier, komm, beweg dich da bitte. Beweg dich. Danke. Sie wurden ertappt! Ja, ist mir egal, wenn ich ertappt bin. Jetzt bleib hier immer stehen, du Eierkopf, ey. Jetzt werde ich dich hier markieren. Dann kommst du her, dann töte ich dich. Tschüss. Bumm. Ach, Mann, ey. Muss das immer mir passieren? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal an der gleichen Stelle weiter. Ich mache hier so eine lange Pause. Und dann geht's nächste Folge weiter mit Flüssiggasterminal. Und hoffentlich ein bisschen erfolgreicher als jetzt die letzten drei Versuche, die ich hier, sage ich mal, nicht so wirklich hinbekommen habe. Bis morgen.